Unsere Schottland-Tour ändert sich nun in eine Schwarzwald-Tour. Aber endlich, Gott sei Dank, Urlaub. Unser erstes Ziel, was wir immer, wenn wir in Richtung Süden fahren, anpeilen, ist das Schlupfloch. Gerhard betreibt den Stellplatz mit Liebe und es gibt auch immer was Gutes zu essen. Mit seinen 77 Jahren ist er fit wie ein Turnschuh. Heute geht es dann weiter. Unser Ziel heute ist Blaubeuren. Dort wollen wir uns den Blautopf anschauen. Und wir treffen uns abends mit Ulrike und Günther, haben einen sehr, sehr netten Abend zusammen und erhalten auch noch gute Tipps für die Schwarzwaldtour. Weiter geht es nun Richtung Schwarzwald. Wir entscheiden uns, nach längerer Fahrt in Freudenstadt einen Stopp zu machen. Es ist heute extrem warm und wir sind ziemlich geschafft. Der Stellplatz liegt an einem Schwimmbad, ist kostenlos, es gibt sogar Ver- und Entsorgung und es ist auch eine ruhige Lage, also sehr zu empfehlen für einen Zwischenstopp. Heute nun entscheiden wir uns, auf einen Campingplatz zu fahren. Der liegt circa eine Dreiviertelstunde von Freudenstadt entfernt. Da es mir in der Nacht gar nicht gut ging, muss ich mich einen Tag ausruhen und deswegen müssen wir einen Stopp einlegen. Auch wenn der Platz an der Straße liegt, ist es nicht laut. Landschaftlich schön gelegen, mit einem Freizeitbad gegenüberliegend, bietet er eine gute Möglichkeit für einen Zwischenstopp. Nach 2 Tagen Pause geht es mir nun Gott sei Dank etwas besser und es geht weiter. Mit einem schönen Stopp am Mummelsee landen wir abends in Schonach.
Nachdem wir heute Morgen die erste weltgrößte Kuckucksuhr besucht haben und dann noch die Triberger Wasserfälle, geht es dann weiter in Richtung Titisee. Herzlich willkommen, liebe Videofreunde, auf unserem Kanal Living in Travel aus dem schönen Schwarzwald, genauer am, wo sind wir? Mit dem Rücken zum Titisee. Am Titisee, genau. Servus. So, ja, wir hatten schon eine schöne Woche. Wir sind jetzt genau heute eine Woche unterwegs und haben schon sehr viel gesehen im Schwarzwald. Und wunderschöne Ecke. Ich habe ein bisschen geschwächelt die Woche, deswegen mussten wir ein bisschen langsam machen. Aber es hat auch mal gut getan jetzt. Wir sind schon 2 Tage jetzt hier auf dem Campingplatz. Wie heißt der? Sandbank? Ja, glaube ich. Sandbank, ja. Sandbank am Titisee. Und das ist so Etagen, ist das Terrassen. Richtig? Terrassen, ja, genau. Terrassen an... Gelegt. Gerichtet wollte ich gerade sagen, angelegt, genau. Und wir haben natürlich einen super schönen Blick auf den See und hatten jetzt wunderbares Wetter. Morgen gibt es einen Wetterumschwung, leider. Da müssen wir mal mit ein bisschen schlechtem Wetter rechnen die nächsten Tage. Deswegen wollen wir heute nochmal auf den Feldberg. Es war eigentlich gar nicht geplant. Wir wollten eigentlich mal einen Austag machen. Aber wenn nur noch heute schönes Wetter ist, dann wollen wir doch gerne nochmal auf den Feldberg fahren und uns den angucken. Ja, wir haben eine tolle Woche hinter uns. Wir hatten uns schon ganz schön viel angeguckt. Gell? Ja. Ich war an der Schwarzwaldklinik. Das war für mich ein besonders schönes Erlebnis, auch in dem Schwarzwaldhüsli, wo die Schwarzwaldklinik gedreht worden ist. Ich war totaler Fan von der Schwarzwaldklinik. Erinnert mich halt immer noch an eine schöne Zeit, die 80er. Das war so meine lebensbejahende Zeit, meine schönste Zeit in meinem Leben, und dazu gehört halt auch die Schwarzwaldklinik, und für mich war das irgendwie total,
ja, besonders schön gewesen, weil ich damit halt auch sehr schöne Erinnerungen verbinde und ja, das fand ich toll. Wenn man dahin fährt zur Schwarzwaldklinik, ja, muss man ein Stück laufen. Man kann also nicht bis ranfahren und leider darf man auch nicht auf das Grundstück drauf. Ich hätte gerne vor dem Eingang ein Bild gemacht, aber ich habe mich nicht getraut, weil das stand eben verboten dort. Und deswegen bin ich nur so ein bisschen drumherum gelaufen dort. Ja, und bin dann nochmal, bin dann runtergelaufen, wieder zurück und habe gesehen, dass auf der anderen Seite ein Wanderweg hochgeht. Habe ich gedacht, komm, den läufst du nochmal ein Stück bis um die Kurve. Vielleicht kann man dann so von unten nach oben auf die Klinik schauen. Und bin gelaufen und gelaufen und gelaufen und habe den ganzen Weg nochmal zurückgelegt und stand dann auf der anderen Seite praktisch von der Schwarzwaldklinik. Aber nichts mit Sicht auf von hinten oder so, sondern ich habe zweimal den ganzen Weg da hoch gemacht und marschiert. Da war ich ganz schön kaputt. Aber lässt sich gut laufen und war wunderschönes Wetter gewesen. Und wie gesagt, das ist für mich ein besonderes Erlebnis gewesen. Es hat das Ganze wieder wettgemacht und von daher war alles toll. Super Wetter an dem Tag. Michael hat gewartet, dem hat das nicht so interessiert. Nee. Ja, und dann haben wir uns die erste weltgrößte Kuckucksuhr angeschaut. Die erste weltgrößte Kuckucksuhr. Ja. Es gibt ja noch die größte, größte Kuckucksuhr. Aber da waren wir da war schon zu und da sind wir dann am nächsten Tag nicht nochmal hingefahren. Aber in der kleinen waren wir und es hat uns, in der kleinen großen. Ja. Und es war total niedlich gewesen, hat uns auch gut gefallen. Ja, wie gesagt, dann haben wir noch das Schwarzwaldhüsli da gestern haben wir uns das Schwarzwaldhüsli angeguckt. Ich war dann auch drin und habe mir das dann mal angeschaut. Es wurde ja nicht da drin gedreht, es wurde ja in den Studios gedreht in Hamburg, aber die haben es dann doch recht ähnlich dem Hüsli von drinnen angepasst. Also man kann schon einige Sachen wiedererkennen. Und das war auch gestern ein toller Tag. Super schönes Wetter. Wir waren gestern schon mal kurz auf dem Feldberg. Da war es allerdings schon recht spät und machen wir das halt eben heute nochmal. Ja, was haben wir noch gemacht? Wo waren wir noch? Ach, an den, wie heißen die Wasserfälle? Na, in Triberg. Da Triberger die. Wasserfälle haben wir uns angeschaut, sind hochgelaufen. Ja, und dann waren wir ja an dem Blautopf, genau, in Blaubeuren. Den haben wir uns auch schon angeschaut. Und dann sind wir ja auch viel durch die Gegend gefahren und super schön, ne? Ja, bis jetzt hatten wir Glück. Ja, wir hatten jetzt die Woche super Wetter gehabt und die Region ist halt Schwarzwald. Hat uns sehr, sehr gut gefallen. Ja. Ja, wir wären gerne nochmal an den Schluchsee gefahren. Den haben wir gestern auf dem Weg zum Schwarzwaldhüsli gesehen. Tolle Region auch. Aber morgen und übermorgen spielt das Wetter nicht mit. Und dann wird es hier auch sehr unbeständig und recht kalt. Warum gerade hier so kalt werden soll, verstehe ich nicht. Aber es ist wohl so. Und wir hatten ja noch Berchtesgaden auf dem Plan B und das werden wir jetzt noch im Anschluss machen und werden morgen dann anfangen Richtung Alpen zu fahren, ne? nach Berchtesgaden und wollen uns das nochmal anschauen. Ja. Da haben sie nochmal jetzt Mittwoch, Donnerstag schön gemeldet und dann schauen wir mal weiter. Dann haben wir immer noch eine gute Woche und dann gucken wir einfach mal. Wir hatten überlegt, Elsass oder Berchtesgaden, aber Straßburg hat Michael die Plakette irgendwie nicht, ne? Nee. Haben wir nicht. Kannst du mal was dazu sagen? Du brauchst eine Umweltplakette in mehreren Städten in Frankreich und Straßburg gehört dazu. Und die kannst du nicht einfach an der Grenze dir holen oder sonst irgendwo, sondern du musst das beantragen. Es gibt so einen Link im Internet, wo du das dann beantragst. Und nach 2 Wochen oder so kriegst du das Ding zugeschickt. Das musst du dann an die Scheibe kleben. Aber du kannst die nicht einfach so vor Ort, kriegst du die nicht. Da ist ein bisschen blöd gemacht, muss man sagen. Also, dass sie das nicht irgendwie anders regeln. Die deutsche Umweltplakette zählt nicht. Also das spielt keine Rolle. Was du da vorne an der Scheibe kleben hast von Deutschland, spielt keine Rolle. Du brauchst die französische, die dann natürlich für alle Städte gilt. Und das werden immer mehr, wo du das brauchst. Aber Straßburg oder der Großraum Straßburg gehört dazu. Ja. Schade und ich finde es halt doof, dass man das nicht irgendwo anders lösen kann, indem man vor Ort auch sowas kauft. Dann zahlt man halt 1 Euro mehr
aber man hetze dann halt und ja, das muss man halt wirklich vorher wissen und wir haben sie halt nicht und deswegen haben wir uns jetzt also auch... Ja, das kam ganz überraschend. Ich hatte davon noch nie was gehört. Und wir werden da hingefahren, das wird richtig teuer. Ja. Wenn sie dich erwischen. Mit, ja, wir hatten uns getroffen, ne? Ja, mit Günther und am Montag und der hatte uns das gesagt, wo wir in Blaubeuren waren. Und ja, der hat uns das glücklicherweise erzählt. Sonst wahrscheinlich wäre die Sache anders ausgegangen. Das stimmt, dann kann, weißt du nicht, was da steht auf den französischen Schildern und fährst dann da blauäugig rein. Und wunderst dich über ein paar hundert Euro Strafe, die sie da aufbrauchen. Ja. Ja, wie gesagt, müsste es andere Lösungen geben, ist aber jetzt nicht so und deswegen. Ich beantrage das Ding. Jetzt kostet 5 Euro. Also da gibt es natürlich auch wieder Geschäftemacher, wo du dann, ja, die machen das für dich und dann bezahlst du 50 Euro oder so irgendwas. Aber wie gesagt, gibt einen Link im Internet und dann schickst du das dahin und dann kostet 5 Euro pro Auto. Na gut, also, jetzt wisst ihr Bescheid und... Macht was draus. Genau. Und am Ende, bevor wir hier zum Ende des Videos kommen, nochmal so, möchten wir uns bei euch bedanken. Für die zahlreichen Kommentare unter unserem letzten Video. Also das war schon, ja... Also für uns sehr erstaunlich und positiv natürlich und hat uns super gefreut. Weil es für uns ist es auch immer schwierig. Wir wissen ja gar nicht, wie ihr denkt. Wir kennen euch nicht, ihr kennt uns so ein bisschen vom Sehen halt eben. Ne? Aber wir wissen ja nicht, wer hinter der Scheibe, hinter dem Handy oder irgendwo sitzt. Ne? Und von daher war das für uns halt total schön zu hören, wie ihr darüber denkt und dass ihr eure Kommentare, eure Meinungen auch so zahlreich dargelassen habt. Das hat uns also in unserer Sache halt auch ein Stück weit bestätigt und war für uns halt eben auch angenehm, eben mal zu hören, wie ihr darüber denkt und dass ihr uns auch so schöne, nette Worte geschrieben habt. Dafür möchte ich mich ganz recht herzlich oder wir uns ganz recht herzlich bedanken. Nicht? Ja, für die guten Wünsche und so, alles gut gegangen. Ein paar Löcher mehr in der Bauchdecke, aber ansonsten alles in Ordnung. Und Dank nochmal für die guten Wünsche. Ja. Ja, nachdem es so ein bisschen leichte Schwierigkeiten gab, ist aber alles in die richtige Richtung gegangen, Gott sei Dank. Und ja, vielen herzlichen Dank. Und jetzt kommen wir halt zum Ende. Jetzt fahren wir hoch auf den Feldberg, bevor hier noch die Wolken kommen. Und dass wir nochmal wenigstens da oben einen Ausblick genießen können über den schönen Schwarzwald, bevor morgen der Regen kommt. Ja, genau. Gehört auch dazu. Los geht's. Ja. Also, bis zum nächsten Video. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Tschüssi. Ciao. Sisters, bye.